Hi Lokos! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich Post bekommen und ich bin glücklich. Warum bin ich glücklich? Lass es mich euch zeigen. Okay, also ich habe den Brief von der Bußgeldstelle bekommen. Regierungspräsidium Kassel. Und ich habe euch von meinem Blitzer erzählt, bei dem ich davon ausgegangen bin, dass ich 30 km/h zu viel gefahren bin, was bedeuten würde, dass ich meinen Führerschein verliere, aber jetzt sag, natürlich nicht fake, ich bin's nicht am faken, aber ich bin nur 18 km/h zu viel gefahren, was immer noch sehr viel ist dafür, dass 30 km/h an der Stelle zugelassen waren, aber ich verliere nicht meinen Führerschein, yeah, könnt ihr mit applaudieren, weil sonst ein bisschen cringe. Yeah! Yeah! Ich war auch gerade beim Friseur. Man merkt's. Aber ja, Jungs, ich fühle mich einfach gut. Heute ist ein schöner Tag. Wir gucken zusammen in den Reddit rein. Bevor wir reingehen, lass mich raten. Ah, ich seh's. 11.000 Member. Es ist wie ein Gesetz, dass wir nach jeder Folge 1.000 mehr drin haben. Okay, wir sind gerade bei 11.000, was sehr, sehr viel ist. Fast das Doppelte von meinen Twitter-Follows. Ernsthaft? Ich will keine Likes auf diesem Video. Kann ich dafür 7.000 auf Twitter haben? Okay, was haben wir heute zu sehen? Top von dieser Woche. Okay. Und schon wieder ganz oben! Upvotes on Skay! Ich werde irgendwann starten, diese Reddits dann nicht mehr mit reinzunehmen. Nö. Mina und Hamid, okay? Oh, wird er ihn schlagen? Oh! Oh, ist es, ist das der erste Teil von Karate Kid? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe diesen Tritt schon mal irgendwo gesehen. Sophia Damon! Es war auch so ein sauberer Klatscher. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass ich das bin, wenn ich so einen Tritt beherrschen würde. Ich würde wahrscheinlich einfach von der Wand runterfallen und anfangen zu weinen. Oh, hier ein cooler Wechsel! Adama Traoré zu Barcelona. Und er hat auch einen schönen S. Oh, er hat sogar Skills drauf. Ich glaube, die haben auch Aubameyang sich geholt. Also ich bin gespannt, wie Barcelona jetzt spielen wird. Geiler Arsch. Ey. Ich hab's doch gesagt. Abwaut, sonst findet mein Lehrer heraus, dass ich in seinem Keller wohne. Oh, mein altes Intro. Ist, ja, das ist mein erstes Intro. Taro Gaming und ich hieß nicht Mohammed. Um es kurz aufzuklären, warum ich mich früher Taro genannt habe und warum jetzt mein Auto Misaki heißt. Es gab einen Charakter, mein Lieblingscharakter, aus dem Fußballanime Captain Tsubasa. Und der hieß Taro Misaki. Und er war wie so der beste Freund von Tsubasa. Er war mein Lieblingscharakter, ja, deswegen hieß ich Taro. Auch in Minecraft früher und in COD und so. Und mein Auto heißt Misaki jetzt. Oh, ja. Oh, und er hat sogar viele Clips mit reingegeben. Das war ein gutes... Er kriegt doch ein Upvote. Also sein Lehrer findet nicht heraus, dass er im Keller wohnt. Upvote oder Mina und Götze machen Boomshakalaka in deinem... Ich lese die nicht mehr. Ich lese die Teile nicht mehr. Ah, ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Komm, tanz für mich. Ja, Mann. Schüttel es. Schüttel es! Schüttel es! Komm schon, schüttel es! Zeig deinen Arsch! Achso, okay. Ja, wir wollen nicht übertreiben. Aber ey, er genießt den Track! Er genießt den Track! Wie viele von euch? Warte, das habe ich letztens noch gesehen. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Hey Siri? Hey Siri! Ah, ich habe es wahrscheinlich auf der Toilette vergessen. Also ich habe es wirklich auf der Toilette vergessen. Ah, hier ist es. Ah, okay. Also, es gibt Spotify für die Leute, die das hochladen, nochmal anders. Und wir haben jetzt genau in diesem, ich weiß nicht genau in diesem Moment, aber wir haben 100.000 Streams auf Spotify. Nicht auf YouTube, auf Spotify. Mit Hamid Loco, it's in the game. Was verrückt ist. Es ist verrückt, warte, ich poste das sogar. Muss das in Instagram posten? Nein, aber ernsthaft, das bedeutet mir wirklich viel. Danke, Jungs, für den Support. Auf die Lieder. Okay, es ist erst unser zweites gewesen, aber vielleicht kommt ja nochmal eins. Okay, wir gucken rein. Unblock User. Ah, das ist, als ich hier irgendwen gebannt hatte.
always come back. Spaghetti Mafia, yo bad girl, shorty, where you from? Where you from? She from Italia. Tu vuoi beef, io non mangio maiale perché è haram. Okay, fair play. Den muss ich ihm geben. Den muss ich ihm geben. Nein. Spaß. Du darfst jetzt erstmal drinnen bleiben. Auf unbestimmten Zeitraum aber. Bera erwartet, damit Hamid nicht heult. Oh, das ist, warum ich Mina hasse. Wegen seinem abgefuckten Tanz nach Elfmetertreffern. Oh, ja. Das ist ein gutes Edit. Ach, ich weiß, was passiert. Ja! Schaut euch an, wie Messi ausgerastet ist. Aber auch verständlich, warum tanzt diese Bitch nach jedem Elfmeter? Abwort, damit Hamid es sieht, es hat sehr lange gedauert. The Luck of Hamid. In one video. FIFA? Oh ja. Oh ja. Oh ja, ich glaube... Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das war bisher mein bestes Video auf YouTube. Nicht nur das Pack lag, sondern auch wie die Packs gekommen sind und es hat sich so geil angefühlt und ich weiß nicht. Ich würde sagen, das ist mein bestes Video auf YouTube. Oh nein! Oh, ihr pausiert in den schlechtesten Momenten! Nein, Mann, das gucke ich mir nicht genau an. Ja? It's in the game! Pay to play, it's in the game. Oh, das war's mit dem Edit. Ja, kurz und knackig, ne? Ich glaube, mein Reddit ist mit am... Was für deutsche Reddits gibt es noch? Wer hat von den deutschen YouTubern noch Reddit? German sexy YouTubers? Yo, nicht ernsthaft, oder? Sind hier wirklich einfach irgendwelche YouTuberinnen? Auf die sich aufgegeilt wird. Ernsthaft? Oh Mann, ist das... Es sind auch noch die ganze Zeit nur die beiden, ne? Es sind nur die beiden. Oh mein Gott. Ist das nicht sogar die Freundin von Marcel Scorpion? Ah. Geh mal schnell raus. Okay, anscheinend den größten Reddit hat Maxify von den deutschen YouTubern. Warte, 14.500? Also sind wir schon nah dran? Okay, fair play. Sein Reddit sieht viel besser aus. Aber wir haben 11.000. Wir sind nah dran. Wir sind nah dran. Wir könnten da hinkommen. Was wird denn bei ihm hier so gepostet? Ich meine, jeder auf seine Art, ne? Jeder auf seine Art, ne? Okay, was haben wir hier? Oh, oh, süß. Das ist süß. Ich glaube, Insigne hat sogar Maradona auf seinem Bein tätowiert. Ich glaube schon, Justin, wenn du ein Bild hast, blend's kurz ein. Aber es ist traurig, dass Insigne jetzt von Neapel wegen Geld zu Toronto gewechselt ist. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich als Teilzeit-Napoli-Fan bin enttäuscht von ihm. Upvote, wenn ihr denkt, Deutschland war die beste Mannschaft 2014. Team of the Week. Benjamin Mondi, Kuchen TV und Mason Greenwood. Team of the Prison. Ich weiß nicht, was los ist und warum so viele Fußballer momentan kriminell werden. Bin nur ich es, der das denkt? Irgendwie das Gefühl, jeder Fußballer wird kriminell. Die wollen alle zu Prison FC. Bitte hört auf damit. Okay, und Kuchen TV ist noch dabei. Ja, fair play. Sogar ein... Darf man das abvoten? Ich vote es ab, aber Justin, zeig es einfach nicht im Video. Adeyemi-Video. Ich hab auf einmal den linken Spieltag. Die Sevilla, spanische Richter, hier bei uns. Und jetzt ist es ein... Wow! Gegen Sevilla, spanische Wichser? Ist das der Coach? Hier bei uns. Spanische Richter, hier bei uns. Und jetzt ist es ein... Okay, es ist an der Grenze, es ist an der Grenze. Und einer schreibt, come to Kosovo. Es gibt immer einen, der reinscheißen muss. Wie soll Adeyemi zu Kosovo, Bro? POV, Hamid Loco hört auf mit YouTube. Leute! Ich bin doch gerade erst am Anfang. Wir haben gerade erst angefangen. Wir sind jetzt seit...
Oktober 2020. 1,5 Jahre. 1,5 Jahre YouTube. Was sehr frisch ist, wenn man das mit anderen FIFA-YouTubern vergleicht. Und es ist wirklich einfach nur krass. Ich hätte damals niemals gedacht, dass wir irgendwann so groß werden. Ich habe damals immer der Casey geguckt. Seine Streams. Natürlich, als ich selber auch aktiv FIFA gesuchtet habe. Und jetzt haben wir mehr Abonnenten als er. Also ich meine das nicht böse. Ich liebe Casey immer noch. Aber es ist einfach krank, wie schnell das ging. Danke für jeden Einzelnen, der auf dieses Abonnieren-Button geklickt hat. Ja, also ich muss sagen, ich genieße YouTube wirklich sehr. Und ich werde auch immer geilere Videos bringen. Okay, weiter geht's, bevor ich anfange zu weinen. Im Musikunterricht Hammett hören kommt sehr gefährlich. Nein, nicht ernsthaft? Yo, das ist sick! Das ist sick! Er hat meinen Song im Musikunterricht gespielt. Aber wo ist der Lehrer? Hat den Lehrer das nicht gejuckt? War da der Lehrer zu sehen? Da ist ein Lehrer? Ich wäre auf seine Reaction gespannt. Ich hätte gern seine Reaction gesehen. Bitte Upvote hat 2 Stunden gedauert. Wer nicht Upvote kriegt, wisst ihr, Dünsches, okay. 2 Stunden dafür, dass er meinen Namen falsch schreibt. Hamed Lokokoko? Aber solange es gut ist. Beenden die Folge hier. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Also wir sehen uns beim nächsten Video einfach. Morgen oder so. Kommt, lauft nach vorne, bitte! Lauft nach vorne! Ey! Komm schon, bitte! Hör auf!